Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für eure Challenge WBS Videos. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und an dieser Stelle haben wir immer die Challenge WBS Videos. Ich versuche so viele Fragen wie möglich, die ihr unter dem Hashtag Challenge WBS in die sozialen Netze gepostet habt, zu beantworten. Wir haben insgesamt 3 Minuten Zeit und los geht's! Erste Frage kommt, Windsurfen oder Segeln? Ah, ich habe gerade Segeln gelernt, aber noch ist Windsurfen meine Leidenschaft. Das kann ich nämlich schon seit Kindesbein an. Wenn ich ein fremdes Foto bearbeite bzw. verändere, gehört es dann mir? Nein, du darfst nicht einmal ein fremdes Foto bearbeiten. Das Bearbeitungsrecht liegt allein beim Urheber. Gilt Tempolimit wegen Lärmschutz auch für Elektroautos? Ja, es gibt keine Sondernormen für Elektroautos im Moment in der Straßenverkehrsordnung. Insofern gilt das Tempolimit auch da. Haben Sie je bereut, Anwalt geworden zu sein oder Jura studiert zu haben? Während des Studiums vielleicht mal das Studium begonnen zu haben, aber nur für einen kurzen Augenblick. Das hat man dann durchgezogen und jetzt bin ich super happy, dass ich es getan habe. Und sehr zufrieden mit meinem Beruf, denn das ist auch gleichzeitig mein Hobby. Kann ich Sie duzen oder muss ich dich siezen? Oh, du kannst mich gerne duzen, denn ich duze euch ja auch. Nächste Frage. Ist das Urheberrecht vererbbar? Nein, ist es nicht. Es sind nur die Lizenzen. Es gibt dann... Ich weiß es nicht hundertprozentig. Mal nicht schlecht, habt ihr mich gepackt. Ich weiß, dass jedenfalls bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers die Erben noch die Rechte wahrnehmen können. Aber ob sie damit in die Urheberposition einsteigen, ich meine eher nicht. Also es ist nicht vererbbar, aber die Erben haben dann die ausschließliche Lizenz. So ungefähr wird das dort funktionieren. Kann man sich kostenpflichtige Abmahnung als Wortmarke schützen lassen und dann Anwälte abmahnen? Den Witz kenne ich, den gab es doch letztens beim Postillon. Man kann das nicht, das war aber ein guter Witz. Was essen Sie gern? Auch Sushi esse ich ganz gern, Chinesisch esse ich gern, aber auch mal Spaghetti mit Ketchup. Die kann ich mir dann nämlich selber machen. Brauche ich auf YouTube ein Impressum? Ja, ich benötige auf YouTube ein Impressum. Wann ist ein Zitat ein Zitat? Ein Zitat ist nur dann ein Zitat, wenn man sich inhaltlich mit den zitierten Elementen auch auseinandersetzt. Es muss also eine Belegfunktion haben und nicht nur eine schmückende Funktion. Der YouTuber Julian, Julians Blog verkauft Artikel, wo ganz klar der Joker von Batman zu sehen ist. Ist das rechtlich okay? Das müssen dann offiziell lizenzierte Artikel sein, sonst darf er die nicht verkaufen. Das ist klar, dass da die Macher von Batman in der Regel dann auch die Rechte dran haben. Ist es nicht rechtswidrig, wenn ich bei einer Firma einen Abo-Vertrag nur telefonisch kündigen und sonst nur pausieren darf? Doch, das dürfte rechtswidrig sein, denn hier werden Verbraucherrechte eingegriffen. Das war's. Ich meine, mein bisheriger Rekord, und Jan, sage mir, ob ich richtig liege, liegt bei 11 Beantworteten. Dann zähle ich jetzt mal, wie viele wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trommelwirbel, Leute. Neuer Rekord. 12 beantwortete Challenge-WBS-Fragen in nur 3 Minuten. Ihr habt mich herausgefordert. Und alles, was ihr mich fragt, kommt in diesen Topf. Alles, was beantwortet worden ist, kommt weg, damit es nicht nochmal beantwortet wird. Und postet einfach unter dem Hashtag ChallengeWBS eure kurzen, bitte kurzen Fragen in die sozialen Netzwerke. Wir finden das und werden es schon nächste Woche Mittwoch hier in diesem Topf haben. Und mal gucken, vielleicht ist dann auch eure Frage mit dabei. Einstweilen danke fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Und falls euch das gefallen hat, bitte abonniert noch den Kanal.